Hi und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Kuhmann, das ist Minecraft und ja, wir hatten ja eigentlich begonnen mit der Küche. Und mein Gedanke war jetzt eben, dass wir halt wirklich sagen, okay, wir machen da so Crafting-Geschichten und letztes Mal haben wir herausgefunden, dass wir gar nicht so viel zu craften haben. Und deswegen so die Überlegung, wollen wir das wirklich machen hier oder machen wir da oben einfach ein Lager für Esswaren etc. Das würde bedeuten, man müsste die beiden ME-Systeme dennoch zusammenführen. Und könnte dann da einfach so quasi eine Kistengeschichte machen. Dass man effektiv einfach da die Lebensmittel hat. Die kann man dann natürlich auch einfach von da aus nach oben tun. Nach oben heißt in die Küche vom Haus. Wäre noch spannend irgendwie. Aber wenn ich dann Kabel hochziehen muss, wäre es für mich dann wichtig, dass wir die Abdeckungen haben. Heute ist schwierig mit Sprechen. Die Fassaden. Irgendwie sind die Fassaden nicht mehr da. Müsste man sich das halt überlegen, wie kann man das sonst abdecken irgendwie. Ja, Gedanken. Gedanken über Gedanken. Gut, aber bis wir da sind, möchte ich noch etwas ausprobieren. Und zwar ist es so, wir haben ja letztes Mal rausbekommen, dass man effektiv hier jetzt autocraften könnten. Und was wir aber natürlich bräuchten, ist effektiv was, hier Geräte anzusteuern. Und ich weiß gar nicht, wie kompatibel das Ganze hier ist. Das heißt, wenn ich jetzt Silikon haben möchte, müsste ich grundsätzlich mal Quartz das smelten. Bekomme ich denn irgendwie sonst noch, Silikon, nee, das ist alles nur effektiv so. Smelting, das wäre Furnace, ganz normaler Ofen. Können wir natürlich auch wieder den Elektroofen nehmen. Oder? Ja, komm, wir nehmen den Elektroofen. Den haben wir eigentlich noch. Lass mal gucken. Lass mal aufräumen. So, weg. Die Pipes brauchen wir jetzt gerade nicht. Das auch nicht, das auch nicht. Die Stickies auch nicht mehr. Alles mal weg hier. Gut. Das heißt, die Frage ist jetzt, wie viele Kanäle haben wir hier? Das wäre echt gut zu wissen. Oder muss ich hier... Na, das hat eh auch keinen Saft drauf. Gibt es eine Möglichkeit, dass man sagen kann, hier hinten? Alloy Smelter. Soll ich das mit Alloy Smelter machen? Irgendwie müssen wir hier jetzt ein bisschen umbauen. Ich habe das Gefühl, unsere Bastelei hier hinten wird bald ein bisschen größer sein. Vielleicht auch schöner. Aha. Stone. Machen wir hier gleich wieder zu. Nehmen wir das alles mal weg hier, komm. So, komm. Flowing Power Model. I made. Na, ich spüre einfach, wir brauchen hier definitiv mehr Platz. Gut. Das war ja das Glasfiberkabel. Das kommt von irgendwo. Und die Maschinen hier, die sind einfach nur irgendwie komisch zusammengesteckt, oder? Also. Und wenn wir uns jetzt überlegen, ich will einfach nur mal ausprobieren, ob man sowas machen könnte.
Gib mir mal einen Extractor. Nee, ich hätte gern den Furnace. Mal gucken. Hallo, einmal klicken. Furnace Electric, gut. Dann nehmen wir HV-Kabel. Drei Stück. Eigentlich bräuchte ich viel mehr von den Kabeln noch. So, wie machen wir das denn jetzt schlau? Ich denke eh, das muss hier alles überarbeitet werden, irgendwie. Also, lass mal überlegen. Das heißt, wir brauchen ein MA-Interface. Haben wir noch eins? Interface Terminal, das ist nicht das Korrekte. Machen wir nochmal sowas hier. Und das passiert so. Da brauche ich diesen Formation Core. Da brauche ich jetzt einen Logic Prozessor. Für den muss ich aber jetzt schon Silikon haben. Also lass mal gucken. Wir nehmen jetzt hier Quarz. Machen wir mal vier Stück hier. Schmeißen das in den Ofen. Dann hätten wir das im System drin. Und gucken wir mal. Den hat sie schon genommen. Crafting Pattern, Item Substitution, Scheduled, Stored. Habe ich da Bus, Exportbus, Importbus, Interface? Das ist eigentlich alles noch hier. Das ist okay. Exportbus, da müssen wir vielleicht mal. Oh. Das war nicht schlau. Das ist hier. Der ist immer noch drin. Muss ich das mal filtern mit Silikon? Lass mal gucken. So. Mal gucken, ob das jetzt besser geht. Super. Schon wieder. Selber Fehler. So. Ich bin gespannt. Wie schaut es denn aus hier? Stored, stored, stored. Was ist denn hier? Silikon. Exportbus. Das ist offen. Lassen wir auch offen. Importbus. Irgendwie ist der Wurm drin heute. Gut. Und das war grundsätzlich hier. Haben wir zu wenig Speicher? Zeig nochmal. Mal jetzt das angucken. Status 0,5. Okay.
Logic. Byte, Mann. Wo ist denn das denn jetzt? Habe ich da was falsch verstanden oder gemacht? Okay, create with one red. Mal gucken, was haben wir denn hier für ein Pattern? Hm? Vielleicht ist ja das Pattern das Problem. Das ist Processing Pattern. Das ist das Silikon-Ding weg. Hier. Redstone kommt hier. Und was ist das hier schon wieder? Engineering. Wenn ich das jetzt hier so rein tue. Müsste doch eigentlich gehen jetzt. So. Interface ist vorne. Komisch. Und hier gehen wir noch mal hin. Also jetzt machen wir das mal so. Warte mal, hier ist das Crafting-Ding. Nehmen wir das hier so. Dann haben wir Redstone. Hm? Redstone einmal. Dann Silikon. Und dann Logic. No CPUs are available. Also haben wir wieder dasselbe Problem wie vorhin. Eigentlich. Nehmen wir das mal weg alles. Online. Hm? Das müsste jetzt funktionieren eigentlich. Logic. Jetzt ist aber einer hier. Interessant. Das gibt. Ja, Leute, ich sag's euch. Nicht immer einfach. Machen wir einfach das Rezept nochmal. So, und das ist so. Dann guck mal, Logic. Encoded Pattern, das müsste funktionieren. Komm.
für so ein gekraftet bekommen. Scheduled, stored. Ja, ich schnall's irgendwie immer noch nicht. Oder sonst ist das hier einfach am Arsch, wenn du mich fragst. Gut. Ja, na, kann auch sein. Gut möglich. Also, lasst uns Formation Call machen. Gut. Dann bräuchten wir dazu, jetzt haben wir den Formation Core gemacht, das heißt, wir können das hier machen. Wir machen das Interface. Wo ist das jetzt hinten? Kann ich hier nicht craften oder was? So, machen wir das so. Nochmal. Mensch. Wo ist denn das jetzt hin? Bitte? Armee? Gewisse Dinge verschwinden. Ich finde das nicht so lustig. So. Wohin ist denn das jetzt weg? Das kann ja nicht sein. Also... P2P-Tunnel Storage Bus. Das ist jetzt aber sehr komisch, nicht? Also, ich finde. Hier unten habe ich es auch nicht. Und du? Hast es auch nicht gesehen? Das ist echt komisch jetzt gerade. Machen wir halt nochmal. So, komm. Zack. Zack. Das heißt, wenn ich jetzt das hier hin tue... Ist ein bisschen weit weg, ja? Wir nehmen es nochmal mit. Wenn ich das jetzt hier hinstelle, jetzt einfach mal hypothetisch, dann hätte ich auf dieser Seite 8 Channels, Das machen wir mal hier. Gut. Das heißt, ich brauche Fluix-Kabel. Da hätte ich sogar noch die Dance. Komm, wir machen es jetzt einfach mal so. So. Dann wird der hier effektiv mit einem Channel online. Das ist gut. Dann HV. Ich will aber vielleicht die anderen HV-Kabel. Lieber die hier. Da fehlt es mal den. Müssen wir einfach vorsichtig sein, demnach. So. Dann nehmen wir hier 3 Stück
um hochzufahren. Zack, 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 zack. Dann nehmen wir das Ganze rüber, komm. Also, wir probieren das aus und zwar. Nee. Warte mal. Hier. Hier. Dann habe ich hier drüben den Electronic Furnace. Mach hier zu. Okay. Dann bräuchte ich noch einen Grinder. Haben wir noch einen Grinder? Sehr schön. Zwei Patterns habe ich auch. Dann brauche ich den Dust, Quartz Dust. Einmal, zweimal. Nee, einmal wäre genug. Einmal so. Dann gehen wir hier zum Terminal und sagen, ich mache mal ein neues Rezept. So, und zwar machen wir das hier. Ist das nochmal? Das müsst ihr eigentlich verdoppeln, wenn ich das richtig im Kopf habe. Einmal. Rezept 1. Und dann. Machen wir. Ein Silikon draus. Nimm nochmal so eins hier. Wunderbar. Das heißt, wenn wir jetzt alles richtig machen, müssen wir es eigentlich so machen können. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Das heißt, oder brauche ich noch Import-Export-Geschichten? No crafting CPUs are available. Das ist einfach immer das Problem. So. Und jetzt? Silikon. Craft. 1. Irgendwann begreife ich das schon noch, aber wahrscheinlich nicht mehr heute. Ich würde mal sagen, sehen wir uns morgen, Montag wieder, nächste Folge, hier bei mir, Kuhmann Let's Plays. Minecraft ist das Thema und ja, danke fürs Dabeisein. Genieß den Sonntag, bis dann, tschüss.